Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir wollen uns heute zusammen Mammutel anschauen. Wir sind im Übungsgelände. Bevor ich meine erste Runde mit dem spiele, wollen wir hier so ein bisschen reinschauen. Bevor das allerdings losgeht, wurde wieder fleißig gedatamined. Wir haben ja einen neuen Patch bekommen, also basically einen neuen Patch. Wurde ja heute ein bisschen was geupdatet. Und wir haben einmal den Finara-Skin. Haben wir hier, der kostet 400 Gems. Dann haben wir hier Finara, kostet 10.000 Coins, okay? Und kommt scheinbar, am 6. Oktober raus. Das heißt, nächste Woche fühle ich sehr, sehr, sehr. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Alola Vulnona-Skin. Der kommt übermorgen raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der kostet 2.500 Gems. Ich hoffe, dass man den dann noch irgendwie anders bekommen kann, denn ich glaube, 2.500 Gems sind umgerechnet so 30 Euro. Ich sag, bisschen teuer. Aber irgendwie wurde auch schon herausgefunden, dass es irgendwie ein Event zu dem Skin gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob man den vielleicht über Event freischalten kann. Für eine kurze Zeit. Und wenn man dann verschissen hat, musst du halt mies reincashen. Also man hat die Chance, ihn umsonst zu bekommen. Aber wenn du ihn nicht bekommst, dann ebenso. Aber das klingt schon sehr, 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 sehr krass. Wollte ich euch nur mitteilen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in Ramute rein. Ich spiele als Items Focus Band, Body Barrier und Score Shield. Weiß ich noch nicht, ob das so so strong ist. Wir gehen auf jeden Fall mit Mammut rein. Wir werden natürlich zwei Sessions ausprobieren. Ich will ja beide Movesets austesten, die Mammutil so mit sich bringt. Und ja, will das Ganze mal so ein bisschen testen. Ich kann euch noch nicht sagen, wie, wo man Mammutil spielt, auf welcher Lane. Aktuell ist ja sowieso super die weirde. Okay, sieht süß aus. Meta mit drei Bots, einer Top. Okay, womit fangen wir an? Wir fangen mit Eisspitter an. Okay. Oh, die Autotakes kommen übel schnell durch. What the fuck? Ich würde gerne wissen, ob er als Jungler... Ah, okay. Eisbitter ein bisschen wack auf jeden Fall als Jungler. Aber ich würde echt gerne wissen, ob er als... Ja, man muss halt hier so ein bisschen, ne? So ein bisschen... Okay, Tackle. Ja, stunt den Gegner kurz. Ja, 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 nice. Hier haben wir den Freeze. Okay, okay. Ich sag, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung vom Speed her. Eisbitter, Tackle. Junge, man kann halt auch Dings... Oh, das ist cool. Dass man die Jungle Mobs hier interrupten kann. Im Dashen und im Wasserspucken. Das ist tatsächlich actually nice. Ich sag, der Clear Speed ist auch gar nicht so wack. Der Quickle ist so süß. Der Clear Speed ist actually auch gar nicht so slow. Gefällt mir. Ja. Habe ich mir schon gedacht, Quickle entwickelt sich auf Level 6. Das ist leider ein bisschen garbage. Aber ich sag, Quickle hat halt mehr Optionen. Hat halt mehr Optionen zu fighten. Beziehungsweise, ja, ist halt besser als Dings, ne? Ist halt besser als Kaumalat. Upp. Und wir gönnen uns einmal den Eisterfagel. Zack. Schauen wir uns Eisterfagel an. Oh, okay, okay, das ist der große Ding. Und in dem ist man, glaube ich, irgendwie auch schneller oder so. War da nicht irgendwas? Gehen wir hier einmal ab. Wir holen uns hier die XP. Ich kann natürlich das alles beschleunigen, aber wir wollen ja so ein bisschen ausprobieren, ne? Jetzt will ich mir das Ganze mal anschauen. Eiszapfhagel. Zack. Und hier bin ich schneller in diesen Bereichen. Jetzt habe ich es wieder verkackt. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Also, wir gehen nochmal ab. Und gleich schnell 8. So, also zack. Und hier. Ne, war nicht bei Eisterfagel. Bei irgendeinem Skill war das, dass man schneller war, glaube ich. Scheinbar nicht Eisterfagel. So, holen wir uns kurz Level 8 und holen uns dann noch Erdbeben. Und probieren Erdbeben mal aus. Okay, das ist halt dieser. Opa. Das ist halt dieser Pull, ne? Wenn. Okay, Erdbeben hat auch gar nicht so krass viel Cooldown. Okay. Alter, ist der Stun lange. Also der Stun kam mir doch schon relativ lange vor, wenn ich ehrlich bin. Fühle ich. Ich habe, by the way, meine Cam hier oben die ganze Zeit. Ja, ist eigentlich egal, dass ich die über die Map habe. Aber doch fühle ich schon sehr. Erdbeben. Der Stun. Und das ist halt ein AOE-Stun, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Dass das ein AOE-Stun ist. Ja, doch. Das gefällt mir. Und dann wollen wir uns natürlich gleich noch den Unite Move anschauen. Aber das werden wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen beschleunigen. Kamal ist jetzt auch da, Rotom ist da. Ich meine, ich könnte auch Kamal machen, aber ja.
Egal. So, Einstellung, nicht Einstellung. Huch. Und nicht Packbottom. Übungsoption. Plus 1. Zack, Mammutil. Mammutil sieht schon sehr, sehr cool aus. Warten wir. Oha. Ach, man kann mit Erdbeben. Ah, man kann mit Erdbeben. Oha, Junge, was hat Erdbeben für eine geringe Cooldown? Kann damit sogar rüberdashen. Zack. Die Cast-Zeit ist ein bisschen lange. Aber das ist ein richtig, richtig gutes Engage-Tool. Vielleicht gerne wissen, wo Trassler ist. Ich glaube, der wird wahrscheinlich irgendwo unten sein. Vielleicht macht er gerade Kamalm. Weil ich würde ganz gerne. Ich meine, wir können es auch hier am Delegator testen. Das können wir auch machen. Also, wir haben einmal das hier. Und dann haben wir das hier. Okay, auch nochmal ein krasser Stun. Das ist natürlich. Also, mit Body Barrier ist es giga, giga gut. Okay. Hast du das an Roto gestorben? Chillig. Ist natürlich giga, giga gut mit. Body Barrier. Weil es ein richtig gutes Engage-Tool ist. Also das hier ist jetzt Eis-Zerfagel-Erdbeben. Das sieht schon mal ganz cool aus, actually. Wir gehen erstmal kurz raus, testen dann noch die anderen beiden Moves. Diesmal machen wir das Ganze aber ein bisschen flotter, ein bisschen fixer. So, wir sind wieder bei Mammutil und starten direkt rein gegen Garbo. Ich weiß gerade nicht, welche die anderen beiden Moves sind. Dampfwalze und ich weiß gerade nicht, was das andere war. Aber ich will nochmal ganz kurz die Early-Jungle-Route austesten mit Tackle. Okay, wie schnell sind wir da? Denn ich denke tatsächlich, dass Tackle der bessere Move sein wird. Ich glaube zwar, dass Eissplitter mehr Damage macht, aber Tackle ist halt nice zum Interrupten der Gegner. Müsste ich mal ausprobieren. Müsst ihr euch vorstellen, ihr fangt hier an. Dann, den ihr dürft ihr ja nicht nehmen. Das ist klar. Das heißt, wir nehmen dann hier, zack, wir haben geholfen. Wir gehen rüber zu Yorklef. Dass der verstärkte Auto-Tag auch freeze, ist halt echt nice. Okay, wir schaffen es nicht vorher. Doch, wir schaffen es vor Spawn, gerade so. Haben jetzt allerdings Tackle nicht ready. Aber wir können den komplett auch mit Eissplitter interrupten. Okay, das ist natürlich interesting. Ich weiß eigentlich nicht, was besser ist. Ich meine, der Freeze ist halt schon ultra wild. Also, ich sag's, es ist vom Jungle Speed her, ist Quiekel ultra, ultra nice. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. So, wir gehen ein Level hoch. Pardon, wir gehen zwei Level hoch. Und Eiszahn haben wir als nächstes. Das ist das, wo wir den packen. Und schmeißen. Können wir den in eine Richtung lenken, in den wir den schmeißen? Das ist die Frage. Oh ja. Uff. Okay, das ist actually wild. Können wir den über Wände schmeißen? Den Gegner? Ja. Nee, doch nicht. Okay, es war nur so wegen der Animation. Aber das heißt, wir können mit Eiszahn Gegner packen und zu uns reinschmeißen. Das ist natürlich wild. Ist zum Ganken halt übel gut. Also ich sag, Eiszapfagel und Eiszahn sind beides richtig gute Gank-Moves. Oh, mit Tackle kommen wir auch über Wände, das ist ja sehr, sehr, sehr gut. Dann gehen wir hoch auf Level 8 und holen uns Pferdestärke. Ich glaube, Pferdestärke ist auch ein Dash. Yep. Oh, okay. Oh, okay, okay, okay. Zack, zack, zack. Junge, einmal über die ganze Map getragen. Das heißt, so, dann nimmt man alle mit, stunt sie dann. Okay, das ist actually cool. Das ist actually ziemlich cool. Trassler ist hier oben. Das heißt, wir nehmen die. Zack, 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 zack. Stun. Perfekt. Psyshock kommt trotzdem durch. Und uff, das hat sogar eine wilde Range. Boah, ich kann noch gar nicht einschätzen. Ich kann noch gar nicht einschätzen. Was irgendwie Meta auf Keifel sein könnte. Schrägstrich Quiekel, Schrägstrich Mammutil. Was dort irgendwie, weil, also alle vier Moves sind actually sehr, 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 sehr strong. Okay. Alle Moves sind wirklich, wirklich stark. Dementsprechend weiß ich jetzt noch gar nicht so genau. Ich bin kurz auf Level 10. Jetzt ist das Ganze noch mit Mammutil. Ich weiß nicht, wo. Hier ist Kitty, okay. Ah, ich habe gemisst, okay. Zack, 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 zack. Hier ulten. Putz, 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 putz. Eieieiei. Ups. Sieht mir alles ziemlich nice aus. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Mammutil auf jeden Fall Meta wird. Der erste richtige Meta-Charakter, der sich auf Level 6 und auf Level 10 entwickelt, meiner Meinung nach, könnte das hier sein. Zack, 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 zack. Zack.
Ich weiß nicht, ob maybe Dampfwalze Eiszapfhagel. Erdbeben ist aber natürlich auch gut, aber Dampfwalze würde mich schon sehr nice. Dampfwalze. Ihr müsst euch halt vorstellen, guck hier, pass auf. Wir müssen jetzt MLK hier rankommen. Wir nehmen den, packen den nach hinten und dann schmeißen wir ihn zu uns dann die auch noch. Boah, Eishahn. Ah, Mann. Also es ist schon. Zack, wir packen ihn wieder. Packen wir nicht. Dann gehen wir mit Dampfwalze rein. Okay, er ist irgendwie rausgeflutscht. Es ist schon. Also wir packen ihn. Zack, schmeißen ihn nach da. Stun. Ja, ist gleich abgemisst. Der Wille zählt. Und dass der jeder dritte Auto-Tag auch noch Dings. Dass der auch noch freest, ist actually sehr cool. Holy shit. Alright. Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Mammutil haltet. Ich finde ihn tatsächlich sehr cool. Wie gesagt, ich sag, der könnte legit ein tanky Jungler werden. Also er hat richtig, richtig gute Gank-Tools. Das fühle ich übelst. Und ich weiß nicht. Ich werde ihn halt abends im Stream ausprobieren. Schaltet da auf jeden Fall ein. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich meinen Twitch-Link. Schaltet da unbedingt rein. Okay, ja, was soll das da unten? Was soll das? Zu stressen? Oh. Jetzt nicht drüber reden. Ist man schneller mit? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich durch den einen Move am Ende, wo man zu kurz stehen bleibt und dann so auf dem Boden haut, glaube ich, dass. Oh, ich glaube. Ja, er gönnt mir gerade Kamal. Echt lieb von dir. Danke, Kilia. Du bist so lieb. Kann man? Nein, kann man nicht. Okay. Ich dachte, okay. Ja, ich sag mit Eiszahn, Dampfwalze bist du echt wack bei Kamal. Da bist du richtig, richtig wack. Holy shit. Ach du Kacke, bist du da wack. Was war ein Eiszahn plus? Oha! Oha! Hab ich's gesehen? Dieser Radius war dafür. Warte, wie viel kann man dann den Gegner weiter wegschmeißen? Nö. Ist einfach nur irgendwie größer. Kann ich mehrere Ziele gleichzeitig packen? Nein, oder? Das wäre broken. Das wäre viel zu broken. Ich meine, da ist halt diese große. Ne, ich glaube. Genau, das macht dann nur so AOE-Schaden. Okay. Ich dachte schon. Bullshit. Also der Aufprall von dem Pokémon ist einfach nur sehr viel größer. Okay, crazy. Ey, ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wie gesagt, heute Abend auf Twitch werden wir Mammutil testen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Morgen kommt dann natürlich auch das Video online mit First Time Mammutil. Wird sehr, sehr cool. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.